Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Pierre-Emerick Aubameyang, hat eine Radioactive-Karte bekommen. Sehr coole neue Promo, muss ich sagen, und den schauen wir uns jetzt genau an. 1,87 ist er groß, hoch, gering, Arbeitsrate, hat 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, starker Fuß ist der rechte, hat bei mir jetzt den Antrittstyp Controlled, weil ich ihn mit Hunter spiele. Ich glaube, ein Hawk wäre auch noch eine gute Alternative. Manche Leute werden vielleicht mit Engine spielen. Mit dem Hawk wäre auf jeden Fall mostly Lengthy. Wäre eine Überlegung wert, aber wir probieren es mal mit dem Hawk. Er ist Stürmer oder Mittelstürmer, spielt in der Ligue 1 bei Olympique Marseille. Und wie gesagt, ich spiele den mit einem Hunter. Damit geht sein Antritt jetzt mal auf 92, das Sprinttempo auf 99. Stellungsspiel geht auf 93, Abschluss geht auf 98. Das ist so ein Grund für den Hunter, den Abschluss ordentlich zu pushen. Schusskraft geht auf 92, Weitschüsse sind bei 84, Volleys gehen auf 99 und die Elfmeter gehen auf 96. Passspiel für einen Stürmer schaut sehr brauchbar aus, hat 81 kurzer Pass, 71 langer Pass, 89 Effe, 80 Flanken, 80 Übersicht, also mitunter, wenn man mag, kann man den wahrscheinlich auch auf der Seite spielen, ist sicher kein Problem. Oder wenn man vielleicht es probieren mag als ZOM, aber ich glaube, da gibt es auch andere Alternativen. Aubameyang, glaube ich, eher so der Stürmertyp. Hat einen Unique Body Type mit einer Beweglichkeit von 80 und 75 Balance. Das ist halt jetzt nicht unbedingt das Krasseste. Das werden wir uns anschauen, wie er sich anfühlt. Hat 88 Reaktion, 88 Ballkontrolle, 86 Dribbling und 88 Ruhe. Also man muss fairerweise sagen, die Dribbling-Werte bei 86 jetzt gesamter schauen jetzt nicht unbedingt überragend gut aus, aber es ist okay. Er hat einen Unique Bodytype. Wir werden sehen, wie er sich ingame bewegt. Er ist ein Stürmer und eher so ein physischer Stürmer. Wir sehen da auch schon 80 Stärke, hat gute Kopfballpräzision, gute Sprungkraft, 81 Ausdauer, das könnte ein bisschen höher sein, 48 Aggressivität, keine Ahnung, wie sich das auswirken wird. Auf jeden Fall sehen wir diese Radioactive Chemiepunkte, die er bekommt. 2 Punkte für Position, 2 für Verein, 2 für Nation und 2 für Liga. Jetzt muss man fairerweise sagen, mit dem Nationenlink will man wahrscheinlich nicht viel anfangen, aber wir können uns das da mal anschauen. Ich habe jetzt nur mal ihn und eine Icon in das Team gestellt und er ist auf voller Chemie. Also das ist schon mal ein absoluter Win. Wer eine Icon hat, kann den problemlos spielen, den Aubameyang, wenn man auf den Bock hat. Wir schauen uns da noch kurz seine Spielstile an. Er hat den angeschnittenen Schuss und er hat den Lupfer. 2 gute Schuss-Trades. Lupfer ist halt so, ja, relativ, ob man das oft benutzt oder nicht. Der angeschnittene Schuss auf jeden Fall sehr gut. Und dann hat er den Raserei Plus. Erreicht beim Dribbling ein noch höheres Sprinttempo und ist beim Sprinten und beim Ausführen von Selbstverlagen deutlich weniger fehleranfällig. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Trade, den er hat, diese Raserei Plus. Dazu hat er noch Flair und den Trevela. Also gute Schuss-Trades, gute Ball-Control-Trades. Also das ist auf jeden Fall sehr stabil. Und ich baue mein Team fertig und dann starten wir rein und testen Aubameyang. Ja, schöner Lauf von Ober. Angeschnittener Schuss. Passt. Nice. Ja, wieder gut freigelaufen. Ja, ein bisschen zu fest aufgeladen. Ja, da steht der Gold richtig. Ja, Aubameyang macht super geile Läufe. Jetzt probieren wir den Lupfer. Passt auch. Nice. Ja, läuft sich ziemlich gut frei. Das macht er echt stark. Jetzt probieren wir da den Rüberleger. Okay, das hat ein bisschen zu lang gedauert. Er ist immer gut anspielbar, Beweglichkeit fühlt sich jetzt nicht dramatisch schlecht an, macht er echt stark, der Gegner ist halt auch nicht wirklich gut, muss man sagen. Ja, steht halt eigentlich immer sehr gut. Aber wie gesagt, da das Dribbling, das funktioniert eigentlich sehr gut. Abschirmen, gute Füße hat er, das sieht man da glaube ich auch ganz gut. Ja, gegen 2 sogar durchgesetzt jetzt da, also ja, man kann nichts Schlechtes sagen im Moment mal. Tempo hat gepasst, würde ich sagen. Ja, wieder guter Lauf von Ober. Wir probieren da mal mit dem Flair. Ja, steht der Gold richtig. Schuss ist gut.
Ja, macht er noch eins. Also der Gegner war halt auch wirklich nicht gut. So, Ober holt sich den Ball, aber gut, für 6 Tore. Ja, es verfälscht halt ein bisschen die Statistik, der Gegner war halt wirklich nicht gut, aber wir haben sein Stellungsspiel und so weiter gesehen, für das war es schon mal wichtig. Ja, Ober super eingeleitet wieder. Ja, der Schuss hat ein bisschen zu lange gedauert. Oh, schade, schade, schade. Ah, super Lauf wieder von Ober. Komm, Tempo anziehen. Yes, satter Schuss. Nice. Ja, Ober wieder gut positioniert. Ja, das war jetzt schlecht von mir gemacht. Oh, der angeschnittene Schuss, wenn man den ein bisschen mehr noch auflädt. Ja, perfekt wieder gestanden. Gut den Körper eingesetzt. Nice. Schau mal. Ja, er kann den Salto noch. Ja, wieder guter Lauf, aber Thiago Silva und Van Dijk, die sind halt auch keine schlechten Verteidiger, die der Gegner hat. Ja, wieder guter Lauf von Ober. Ter Stegen. Ja, da kann er auch mal einleiten auf Salah. Schade. Ah, schön wieder eingeleitet und er setzt den Schuss auch noch. Cool geblieben, nice. Ah, gut anspielbar wieder gewesen, schlechter Abschluss von mir. Ja, nice, komm, er hat zu weit vorgelegt. Dann müssen wir es so machen mit Müller, der Legende. Ja, gut eingeleitet von Ober. Schwitzen wir rüber auf ihn und den macht er. Ja, eiskalt. Eiskalt der Mann. Ja, er bleibt so lang dran, bis wir den Freistoß haben. Gut den Körper eingesetzt. 11 Meter gibt es für uns. Aubameyang sollte das ja gut können. Wir schießen in die rechte untere Ecke. Ah, wieder guter Lauf von Ober. Jetzt probieren wir angeschnitten. Dieser Ter Stegen immer. Ah, schade, der Kopfball. Jetzt hat der angeschnittene mal geklappt. Ah, lass sich da wieder mal auf die Seite rüberfallen. Tempo sehr gut. Und jetzt schwitzen wir rüber. Ja, super den Lauf geändert da nochmal. Ja, nochmal einen angeschnittenen probiert. Gut, abschließendes Fazit mit Pierre-Emerick Aubameyang. 3 Spiele habe ich jetzt mit ihm gemacht, 13 Tore, eine Vorlage. Die Statistik schaut halt ein bisschen sehr krass aus. Ich muss dazu sagen, ich habe in den letzten Wochen sehr wenig gespielt, weil ich einfach nicht konnte. Hat man, glaube ich, auch gesehen, dass weniger Videos gekommen sind. Und deswegen spiele ich halt 2 Divisionen unter der, wo ich normalerweise spiele. Und da ist es halt ein bisschen leichter jetzt gewesen mit den Gegnern. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat man gut gesehen, seine Laufwege. Der hat echt geile Laufwege, variable Laufwege. Hat auch immer wieder die Seiten gewechselt. Also er hat einen Lauf in eine Richtung gestartet und hat dann im Lauf gesehen oder gemerkt, seine CPU, dass der gegnerische Verteidiger mit ihm mitläuft und hat die Richtung gewechselt. Hat man in einer der letzten Szenen, glaube ich, auch gut gesehen. Da hat er das einmal gemacht. Sehr, sehr starke Karte, muss ich sagen. Vor allem für den Preis mit dieser Linkbarkeit, mit dieser Radioactive Linkbarkeit, wo er automatisch 2 Chemiepunkte hat. Und ihr habt es ja gesehen, mit einer Ikone bringt man ihn schon auf volle Chemie zum Beispiel. Also ist schon sehr geil. Generell muss man sagen, ist jetzt wahrscheinlich auch die Ligue 1 nicht unbedingt die schwierigste Liga zum Linken. Da findet man schon den einen oder anderen Profi wahrscheinlich, den man da irgendwie linken kann mit ihm. Geiler Schuss, das Tempo hat gut gepasst. Die Beweglichkeit, muss ich sagen, fühlt sich besser an, als es da auf den ersten Blick auf der Karte aussieht. Das ist einmal das Wichtigste bei der Karte. Ist sowieso ein Spieler, wo ich mir denke, den spielt mal Stürmer. Wenn der jetzt nicht allzu krass beweglich ist, ist es auch kein Beinbruch, weil der Schuss ist krass, das Tempo hat gut gepasst. Ich hätte jetzt nicht gemerkt, dass die 92 Antritt irgendwie ein Hindernis gewesen wären. Ich glaube, da kommt auch ihm zugute, dass er die Raserei hat, weil sobald er am Ball ist, es fühlt sich schon gut an. Auch das Dribbling in der Box hat sich immer wieder gut angefühlt. Also würde jetzt nicht sagen, dass das Dribbling irgendwie schlecht gewesen wäre. Passspiel hat immer wieder gut funktioniert, physisch gut den Ball immer wieder abgeschirmt.
Das ist sowieso kein kleiner Spieler. Alles in allem, für den Preis muss man ehrlicherweise sagen, kann man den auf jeden Fall mitnehmen oder sollte man den mitnehmen, wenn man ein paar Doppelte hat oder ein bisschen Futter im Verein hat. Der kostet 90.000 Münzen im Moment, also unter 100.000. Ich glaube, da macht man nichts falsch damit. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen von Aubameyang. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, heute mal in einer bisschen einer niedrigeren Division zu spielen und ein paar Tore zu schießen und Spaß zu haben an dem Spiel und nicht so schwitzen zu müssen. Und ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen was zeigen von seinem Stellungsspiel, von seinen Laufwegen, von seiner Beweglichkeit. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.